So, fast 6.30 Uhr. Wir sind bereit. Essen, Verbandkasten, Stirnlampe. Ich weiß ja nicht, wie laufen bei Dunkelheit los. Voraussichtlich wird es auch bei Dunkelheit wieder zu Hause enden. Sind wir fit? Wir sind auf jeden Fall wach. Wir sind wach und jetzt werden wir mal losgehen. So, ein erstes Update. Wir haben es geschafft. Wir sind an der Isar. Und jetzt biegen wir ab rechts und laufen Richtung Süden für immer den Fluss ziemlich entlang. Lange Zeit. Weitere 58 Kilometer diesen Fluss entlang. Eine Stunde haben wir schon. Die Stadt war leergefegt. Und hier sind auch nur ein paar komische Camper und Leute, die mit dem Hund spazieren. Und links geht die Sonne auf. So, dann heißt es weiter. Da liegen noch einige Kilometer vor uns. Wir sind jetzt kurz nach dem Tierpark. 10 Kilometer haben wir schon geschafft. Wie geht's uns? Es läuft. Irgendwelche Schmerzen? Nein. Slow and steady. Slow and steady. Wir sind eigentlich immer noch in München, aber jetzt so langsam wir geht's nach draußen. Auf dem Jakobsweg. Und wir sind auf dem Jakobsweg, genau. Wir machen ein Teilstück. Wir werden auch schon freundlich begrüßt. Und wir hoffen, dass uns jetzt niemand fragt, in welcher Habergie wir heute Nacht übernachtet haben auf unserem langen Jakobsweg. Schwabing West. Langer Weg nach vorne, langer Weg nach hinten. Und immer mal wieder ein paar Vogelfreunde und Bierflaschen. Jetzt 20 Kilometer geschafft. Die ersten Ideen nach Nussschnecken und Kaffee kommen langsam hoch. Und so langsam tun auch ein ganz kleines bisschen die Fußsohlen weh. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir zumindest mal bis 40 Kilometer kommen. Und dann wird es vermutlich ein bisschen zäh werden. Aber mit Brot kommt man weiter. Und jetzt machen wir hier kurz Pause und dann geht's auf die 30 Kilometer zu. So, 4 Stunden 42 auf der Uhr, knapp 25 Kilometer. Wir haben gerade mal überschlagen. Wenn alles gut geht, werden wir so eine Gehzeit von 11 Stunden vielleicht schaffen können, 11:30 Uhr. Und wir hatten gerade einen schönen Kaffee und ein kleines Stück Apfelkuchen. Apfelkuchen. In Zeiten von Corona muss man ja nehmen, was man kriegt. Und da vorne war so eine schöne Mühle an der Isar und da gab es Coffee to go. Und da haben wir natürlich gleich zugeschlagen, weil man weiß nie, wann das nächste Mal was kommt. Die Schmerzen halten sich in Grenzen. Es ist eher so ein Belastungsschmerz, aber es tut noch nichts Genaues weh. Und wir hoffen, dass es jetzt die nächsten Kilometer auch dabei bleibt. Weiter, weiter. Kilometer 31, 5 Stunden 52 Minuten. Wir machen ständig Hochrechnungen. Momentan haben wir ein bisschen Zeitvorsprung vor der Zeit, die uns die Komoot-App vorhergesagt hat für die Strecke. Ziemlich gut und bald wird es Zeit für unsere Vespa. Die Schmerzen halten sich in Grenzen. So die letzten 10 Kilometer fühlt es sich an, als hätte sich der Schmerz festgelaufen. Ist wie es ist. Ist wie es ist. So, wir haben noch einiges vor uns. Sind jetzt 34 Kilometer gelaufen, 6,5 Stunden. Haben gerade eine längere Brotzeit gemacht. 4 Brote gegessen. Und die erste kleine Blase versorgt, aber das tritt sich fest.
Und jetzt sind wir guten Mutes, dass sich das nicht noch verschlechtert. Und machen wir weiter. Nächstes Ziel, Marathondistanz. Sieben Stunden 37, knapp über 40 Kilometer. Wir sind im Ried von Geretsried. Erste Anzeichen, leicht geschwollene Finger. Die Fußschmerzen haben sich langsam irgendwie stabilisiert, sie werden auch nicht schlimmer. Es bleibt, wie es bleibt. Oder was tut alles weh? Oberschenkel, Fußsohlen, einfach 8 Stunden auf den Beinen. Sind wir zuversichtlich, dass wir es schaffen? Absolut. 21 Kilometer mehr. Dann? Weiter geht's. Es ist soweit. Marathon! 8 Stunden 10. Mit Rucksack. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, den in der doppelten Geschwindigkeit zu machen. Mittlerweile tut schon ein bisschen weh. Aber wir sind gute Dinge. Noch hält uns nichts von unserem Ziel auf. Aber ein Kaffee wäre schon nicht schlecht, würde ich sagen. Es ist soweit. 9 Stunden 58 und 50 Kilometer. Er lacht noch. Sie versucht es auch. Die Beine brennen jetzt langsam ziemlich. Und wir müssen uns schon überlegen, welchen Zug wir nehmen, einfach damit wir uns gedanklich schon nach Bad Tölz an den Bahnhof transportieren. Ungefähr nach 2 Stunden, wenn sich nichts mehr ändert. Das heißt, weiter an den Schmerz in den Füßen gewöhnen und weiterlaufen. Los geht's. Hilft ja nix. Kilometer 55,5. Die Uhr ist tot. Ich bin tot. Das ist sehr schmerzhaft. Aber wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Und hoffentlich, bevor es dunkel wird, aus dem Wald raus. Over and out. So, wir sind jetzt am Wirr von Bad Tölz. Sehr schön. Die Füße sind nicht mehr so schön. Aber jetzt heißt es noch durchbeißen. Jetzt gibt es nur noch den Bahnhof. Hier sind wir. Wir haben es geschafft. 20.45 Uhr. Und wir sind da. Wie viele Stunden? 12 Stunden. Zwölf Stunden 52. Wir haben uns eigentlich einen Dönerladen oder einen McDonald's vorgestellt, aber hier ist nichts. Gar nichts. Jetzt sind wir mega erleichtert und freuen uns jetzt auf Gleis 2 in den Zug zu steigen und die Füße hochzulegen. Geschafft! Voll gut.